Guten Morgen, Welt. Habt einen schönen Tag. Gott sei bei euch und der Friede sei mit euch. Die heutige Tageslosung finden wir im 5. Mose, Vers 7 und 9. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ja, es gibt keinen anderen Gott, nur ihn als Vater im Himmel und als Vater von Jesus. Alles andere zählt nicht. Alles andere sind falsche Götter wie Mammon, Geld, Macht, Selbstdarstellung. Es gibt nur einen Gott, der dir hilft. Er braucht im Übrigen auch keine Hilfen und Helferchen wie irgendwelche Glücksbringer, Horoskope oder sonstiges. Er allein ist Hilfe. Er ist treu. Er ist deine Nummer eins. Auch wenn du vom Glauben mal abfällst, hält er dir die Treue. Wer Gott liebt, für den ist Gott alles. Das Dreifachgebot der Liebe, die 10 Gebote, das sind deine Hilfen im Leben. Gott ist dein Gott. Amen. Ja, ihr Lieben, heute ist eine ganz besondere Aufgabe, die hier auf mich wartet. Ich sitze an Zeilen für die verstorbene alte Dame. Ich wurde eingeladen auf die Seebestattung, die ansteht nächste Woche. Und ich wurde gefragt, weil die alte Dame ja nun keine Angehörigen, nichts hat, ob ich ein paar Worte sagen darf, weil ich wohl nun die intensivste Zeit mit ihr erlebt habe. Und das will ich gerne tun. Ich freue mich, aber es ist ja auch eine besondere Aufgabe. Was sagt man über jemanden, der gegangen ist? Was möchte man selbst, dass gesagt wird, wenn jemand geht? Ich glaube vor allen Dingen die Wahrheit. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man berichten kann. Ja, das macht mir gerade sehr viel Freude. Ja, ihr Lieben, ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgeforscht wegen meiner kleinen Rede, die ich da halten möchte. Und habe mir so überlegt, was ist eigentlich der Grund? Hinterlässt du neue Spuren oder warst du auf ausgetrennten Fahrten unterwegs? Man überlegt ja, was ist in dem Leben so passiert? Was kann man für Höhepunkte erzählen? Ich habe auch ganz tolles Liedmaterial zum Beispiel gefunden, was jetzt nicht unbedingt hier passt, aber was trotzdem total schön ist. Der Johannes Oerding hat ja zum Beispiel 2019 auch Wenn du gehst gesungen und eine Passage war da, wenn du gehst, dann lass ein bisschen was von dir hier bei mir, weil ich eigentlich schon weiß, du fehlst mir. Also ist ein unheimlich tolles Lied. Wenn ich mir jetzt so überlege, wer ist in meinem Leben schon gegangen und was bleibt an Erinnerung, wenn man so an Oma denkt oder an die Tanten oder Onkels oder Opas, die da gegangen sind oder vielleicht sogar Freunde, dann erinnert man sich natürlich an ganz viele schöne Sachen, ne? Wenn es jetzt die Oma ist, das Lachen, die Umarmung, ne? Das Tränentrocknen, das Tee trinken, das Kuchenbacken, ne? Die Gerüche, wenn sie dann gekocht hat, Schmorbrat und Hochzeitssuppe oder das Limetta-Glätten damals, ne? zum Weihnachtsfest, wenn das Limetta wieder an den Baum gehangen wurde oder die Gerüche, ne? Wie sie die Oma selbst gerochen hat oder was man mit Freunden erlebt hat, die eben schon aus dem Leben gegangen sind, was man gelacht hat, welche Geschichten oder was man mit denen erlebt hat im Ferienlager oder wie auch immer. Also das ist schon schön, wenn man solche Erinnerungen teilen kann, die zu Herzen gehen. Oder auch bei der alten Dame, wenn ich mir jetzt überlege, was ich von vielen Gästen Schönes gehört habe, Trauriges gehört habe, dann sind es doch die Sachen, die ans Herz gehen, die irgendwo in Erinnerung bleiben. Ja, was soll man über dich sagen, wenn du gehst, nicht mehr da bist? Das kannst du jetzt ja selber auch beeinflussen, ne? Indem du viele schöne Dinge, viele schöne Erinnerungen schaffst mit Menschen, die dir wichtig sind. Dann hat man auch schöne Sachen zu berichten. Das ist mir jetzt nochmal so durch Mark und Bein gegangen, dass wenn man selber möchte, dass Gutes über einen berichtet wird, dann muss man natürlich auch Gutes tun. In diesem Sinne.
Ja, schaut mal, hier ein kleiner Flusslauf, das ist doch ein gutes Sinnbild für unser Leben, denn unser Leben fließt mit jeder Sekunde, jeder Minute, jeder Stunde einfach dahin. Und wir selber können letztendlich ja beeinflussen, in welche Richtung wir unser Leben laufen lassen, natürlich mit Gottes Hilfe und im Gebet und treu er an unserer Seite, und dennoch können wir uns für das Gute entscheiden. Amen. Ja, Abend ist geworden. Zeit schon fast wieder für unser Abendgebet. Gleich werden wir gemeinsam eine Kerze anzünden. Ja, wir zünden eine Kerze an, weil Jesus Christus unser Licht in der Dunkelheit ist. Und wir falten die Hände und beten gemeinsam das Gebet, welches uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, hilf uns, Gutes zu tun. Lass uns Erinnerungen, Spuren der Liebe schaffen. Hilf uns dabei. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Gott segne euch, bleibt behütet. Danke fürs Einschalten. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen. Bis dann.